Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Folge Nummer 20 von Prince of Persia. Wir haben eine neue Kraftplatte, die wir aktiviert haben. Und jetzt müssen wir dahin und sie auch benutzen. Wow. Oh, das ist ja wie Superman. Ah, kann ich das sogar steuern? Nee, oder? Hätte ich doch nur auf meine Mutter gehört. Ich versuche mal zu steuern. Oh ja, ich kann steuern, zumindest ein bisschen, aber nicht wirklich. Muss ich jetzt die nächste... Nee. Ah, doch, ich muss steuern. Wir müssen darüber. Alles in Ordnung? Ahriman soll doch nur Legende sein. Okay. Wo muss ich rüber? Ach, ich muss da ausweichen. Och. Das ist ja spacig. Wo fliegst du mich hin? Ilka. Ach, da muss ich unten durch. Und jetzt? Wohin? Dahin. Wow. Das werde ich nie vergessen können. Okay, dann gehen wir durch das Portal. Ja, dass wir jetzt da hier mit Hilfe von Ilka fliegen können wie Superman, damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Du weißt, worum ich dich bitte. Hey, nur weil wir es gesehen haben, muss es nicht wahr sein. Die Vision, wie ihr fehlt. Wie Ahriman versucht... Die Visionen sind nicht von Ahriman. Aber sie müssen auch nicht stimmen. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Genau. Diesmal haben wir ein bisschen mehr von der Vision gesehen. Hätten die Ahura nicht eine Kraft wählen und es dabei belassen können? Das mahnt uns, bescheiden zu sein. Kein Mensch sollte so viel Macht haben. So sagen es die Texte. Ich persönlich glaube, Ormast kannte die Menschen zu gut, um einem Mann so viel Macht zu geben. Da ist was Wahres dran. Wie wollt ihr euer Volk zur Rückkehr bewegen? Die Nachricht verbreiten? Allen sagen, dass Ahriman an einem sicheren Ort ist? Und die Pflicht ruft? Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Und keine Antworten. Nur Hoffnung. Auch Hoffnung ist aber ein guter Anfang. Ihr solltet anderen von Ahriman erzählen. Und Hilfe holen. Und wer ist jetzt naiv? Wenn ihr von Ahriman erzählt, werden die Leute ihn aufhalten wollen. Und wie viele kämen, um ihn zu befreien? Um sich seine Gunst zu verdienen? Wir beide können vielleicht das Land vor einem Gott schützen. Aber nicht vor der Menschheit. Nicht ganz allein. Das ist wiederum sehr tiefsinnig, ja. Hey, seid ihr wohl auf? Warum hat euer Vater seine Seele an... Hat er nicht! Es ist der Fluch, der ihn zerfrisst. Kann uns das auch passieren? Nicht, solange ich diese Kräfte habe. Okay, und wie lange hast du die? Ihr sagtet, euer Vater habe sich komisch verhalten. Vielleicht hat Ahriman ihn schon früher... Mein Vater ist König der Ahura, ein Anhänger Ormasts. Er hat Ahriman seine Seele nicht verkauft. Sondern? Unter Druck tun Menschen alles Mögliche. Wir haben gesehen, was euer Vater tat. Sein Urteilsvermögen, sein Verstand sind umnachtet, seit meine Mutter starb. Aber was er tat, tat er nicht für Ahriman. Vielleicht wäre es gut, wenn Ahriman euren Vater kontrolliert. Ich meine, verrückt ist verrückt, aber wenn er von Ahriman manipuliert wurde, könnte die Heilung des Landes ihn vielleicht zurückbringen. Vielleicht. Oh, das ist wieder sehr hoffnungsvoll. Ich wollte mich zur Ruhe setzen. Der Himmel ist pechschwarz und wir müssen jetzt entscheiden, wo wir hinwollen. Die nächste Kraftplatte kostet, da müssen wir bis 340 rauf. Das heißt, 160 wären es normal, also haben wir noch 158. 158 Lichtkammer, das wird
Das wird knifflig. Da haben wir nämlich die beiden haben wir jetzt gekriegt und die beiden haben wir gekriegt. Und die beiden könnten wir auch noch. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir alle Lichtkeime brauchen. Also das ist jetzt natürlich schon eine extreme Steigerung. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit den beiden hier an, weil da waren wir ja schon, also zumindest bei dem waren wir schon. Und ich würde mich jetzt hierhin teleportieren, um dann praktisch hier so die Runde zu machen. Genau, das ist jetzt mal der Plan. Und wir teleportieren uns zu den Windmühlen. Weil ich teleportiere mich jetzt dahin, weil zu den nicht geheilten Gebieten können wir uns nicht teleportieren, zumindest laut Beschreibung. Gut, schön. Alles grün, alles schön. Dann wollen wir nach rechts. Also wenn ich so gucke, müsste das jetzt nach rechts sein. Ach, das war hier. Oh nein, da kann ich mich nicht einfach runterlassen. Okay. Bitte seid achtsam. Ja, ich dachte, das geht. Aber jetzt dann halt. So, jetzt schauen wir mal darüber. Ist das richtig? Nein, das ist genau falsch rum. Wer hätte es gedacht? Wie viele Lichtkeime haben wir denn hier eigentlich schon eingesammelt? Sorry. 8 Stück fehlen uns noch. Schauen wir mal, ob wir vielleicht unterwegs noch welche finden. Oh, da hinten habe ich gerade einen gesehen. Ach, war das nicht auch hier, da, wo man, wo ich gesehen habe, dass hier... Ah, da drüben. Ah, das sieht aber nach einer blauen Kraftplatte aus. Wahrscheinlich brauche ich dann eine blaue Kraftplatte und ich habe aber jetzt gelb gekauft. Ach, das ist ja noch verzwickter. Na, dann werden wir bestimmt alle brauchen. Ah, okay. Naja, machen wir mal weiter. Seid bereit! Oh, das war zu langsam. Ich hatte mir schon gedacht, dass ich da Elika brauche, aber da war ich zu langsam. Nochmal. Elika! Habt ihr mich? Gut, dann müssen wir... Nein! Ach. Da wollte ich lang springen, natürlich. Einmal den Deckenlauf. Verlängern. Verlängern. Und dann kommt schon wieder eine Adimans-Scherge. Na, um den werden wir wohl nicht rumkommen. Also auf den Kampf. Dort. Ich sehe sie. Ah ja. Ich hau zu und er wird nicht verletzt und er haut zu und ich werde verletzt. Das ist immer ungerecht. Lock sie her, ich schlag zu. Och, der schon wieder. Bin drin. Der holt uns wieder auf das Kampffeld zurück. Jetzt mal. Lass die Elika in Ruhe. Hab ich dich. Gut, und Elika geht's auch wieder besser. Das ist doch schön. So, und hier ist scheinbar auch wieder die Grenze zwischen geheilt und nicht geheilt. Ja, dann werden wir doch mal wieder hier ins Nicht-Geheilte gehen, um uns dann, kann ich da rüber? Versuchen wir es mal. Nein, geht nicht. Das war wohl nicht der richtige Weg. Kann ich da rüber? Versuchen. Nein, geht auch nicht. Ich glaube, ich denke zu kompliziert. Ich muss doch nur rüberspringen und Elika fragen. Genau.
Okay, jetzt müssen wir auf dieses Waberzeug hier aufpassen. Ah, der geht relativ weit hoch. Der geht relativ weit hoch. Und Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Gut. Jetzt sind wir wohl schon mitten im Gebiet. Aber ich denke, wir müssen hier lang. Aber ich frag einfach Elika mal. Wohin sollen wir uns wenden? Genau. Dahin sollen wir uns wenden. Vertrauensvoll wenden wir uns in diese Richtung. Wow. Auch eine schöne Stadt. Habt ihr auch das Gefühl, beobachtet zu werden? Ich spüre nichts. Na, dann sollten wir wohl rüber, solange es sicher ist. Genau, da würden wir dann schon wieder weiterlaufen. Ah, und hier haben wir eine Kraftplatte in Gelb, die wir jetzt benutzen können. Das ist doch schön. Das ist schön. Oh, 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 und jetzt? Wow. Ausweichen. No. Ich muss hier echt... wie super... Ah. Wie Superman fliegen, wollte ich sagen. Alles Superman. Wird gut. Superman passiert sowas nie. Ach, warum können wir denn nicht da einfach direkt drauf fliegen? Muss das immer so umständlich sein und so schmerzhaft vor allem? Tja, das kann noch dauern, Leute. Das kann noch dauern. Warum hast du denn ein paar schöne Flügel? Ausweichen hier, ausweichen da. Wo geht's jetzt lang? Ausweichen in die... Nein, ausweichen in die falsche Richtung. Ich weiche immer hier an der Stelle in die falsche Richtung aus. Sieht man ja aber. Aber beim 20. Versuch oder so kriegen wir das schon hin. Einmal, zweimal. Jetzt weiche ich mal da aus. Und da aus. Und, okay. Weiter. Puh, weiter. Na gut, dann weiter. Oh, können wir mit Elika reden? Warum nur Stein? Ich habe Städte gesehen mit goldenen Dächern, bunten Tempeln. Es gab Farbe hier. Die Uniformen der Soldaten bei den Paraden. Die Stände der Händler an Markttagen. Oh, ich habe ja vergessen, wir wollten ja das auch noch hören, was Elika zu dem Gebiet alles so erzählt. Der Kasernenhof. Die Soldaten übten hier, aber an manchen Tagen fand hier auch ein Markt statt, voller Händler und Leben. Jetzt ist er ebenso verlassen wie der Rest der Stadt. Hm, gut. Nochmal, Elika? Hier gab es einen Markt? Mitten in der Wüste? Was gab's zu kaufen, Sand? Händler kamen zu Hunderten mit Nahrung, Stoffen, Gewürzen. Dann wurde Arimans Stimme lauter, die Leute flohen. Und es gab keinen Grund mehr für die Händler, hierher zu kommen. Ich mag diese Dialoge. Wie wollt ihr das Volk zur Rückkehr bewegen? Sie werden kommen. Seit 1000 Jahren bewachen wir eine Legende. Jetzt wissen sie, dass die Gefahr real ist. Die guten Leute, die Pflichtbewussten, sie werden zurückkehren. Na, das wünschen wir doch. Uns alle. So. Lasst uns das fruchtbare Land heilen, bevor wir bemerkt werden. Naja. Ich habe wenig Hoffnung, dass das gelingt, ohne dass wir bemerkt werden. Okay. Und jetzt? Und nach unten. Wahrscheinlich nach oben. Wahrscheinlich nach unten. Nach links. Nach rechts. Uff. Okay. Da ist die nächste Platte. Ein Glück. Wenn das vorüber ist, sollten wir einen echten Markt aufsuchen. Der wird schon wieder echt, hast wohl nicht zugehört. Oh, jetzt fliegen wir steil nach oben. Steil nach unten. Steil über Kopf. Ich weiß immer nie, wann von mir erwartet wird, irgendwas auszuweichen. Und jetzt? Und jetzt? Ach, jetzt sind wir dann auf der Platte. Hui. Ach nee. Unser Ekelmonster ist wieder da.
Oh, oh. Oh, zu langsam. Ich war zu langsam. Sie kommen. Ah ja. Diesmal aber nicht. Oh, er schon wieder. Ei. Ach. Elika. Das ist jetzt nicht mehr der Y-Zustand, sondern der X. Das ist der Y-Zustand. Das davor war der X-Zustand. Na klasse. Und er hat mich wieder zugeschleimt. Ah. Nee. Wir müssen ihr helfen. So, jetzt geht's aber wieder. Ah. Ich muss näher ran. Du musst näher ran. Ich dann also quasi auch. Ah, und er schleimt nicht zu. Bleib weg. Ah. Ekliges Monster, du. Ja. Ja. Ja, klingt gut. Schon wieder zu langsam. Diese Special Moves sehe ich immer nicht kommen. Aber diesmal habe ich rechtzeitig gedrückt. Er kämpft noch immer. Ach komm, der kann aber super parieren. Was sagst du da? Bist du heißer? Brauchst du einen Hustensaft oder so? Bin ich. Ich bin stark. Komm schon, ich bin stark. Aua. Autsch. Ich hoffe, das hat wehgetan. Diesmal war ich wieder rechtzeitig. Hier? Der greift immer an, wenn ich nichts sehe. Das ist fies von ihm. Ah, komm. Was machst du denn? Könnt ihr kämpfen? Bis zum letzten Atem. Ich hoffe. Na, das wird noch dauern. Leute, das wird noch dauern. Aua. Ich bin bereit. Musst du auch sein. Schon wieder. Das nervt mit der Zeit. Weiter. Von hier erreiche ich ihn nicht. Natürlich. Ganz kurz habe ich meine Deckung runtergelassen und... Komm schon. Und weg mit dir. Alles in Ordnung? Alles klar. Wir... Hey! Geht es euch gut? Ja. Vielen Dank. Das war ja mal richtig nett von ihm. Wollt ihr eine Minute rasten? Heilen wir das fruchtbare Gebiet. Dann wissen wir, dass er nicht zurückkommt. Gute Idee. Dann aber nichts wie hoch.
Das ist mal eine kleine Plattform. Aber leg los, Ilika. Oh, und alles ist wieder schön. Oh, da hinten sind viele Lichtkeime auf einem Haufen. Hey, ruht euch wenigstens kurz aus. Erzählt mir von dem Ding. Warum nennt man es Jäger? Der Legende nach war er ein Prinz, der für die Jagd lebte. Als er nichts mehr fand, das er fangen oder töten konnte, verkaufte er Ahriman seine Seele, um Jäger des tödlichsten Tieres werden zu dürfen. Dem Mensch. Dann hat er sich diesmal den Falschen ausgesucht. Er ist noch nicht tot. Nein, ist er nicht. Ihr seht nicht gut aus. Sagt ihr das zu allen Frauen? Kein Wunder, dass ihr alleine mit einem Esel in der Wüste gelandet seid. Ihr müsst nicht die Harte spielen. Ihr habt bewiesen, dass ihr keine süße, kleine, verwöhnte Prinzessin seid. Ah, fasst euch doch lieber mal an die eigene Nase. Ich dachte, der Jäger wäre nicht der schärfste Pfeil im Köcher. Aber auf dem Gebiet auf uns zu warten, war kein schlechter Zug. Unterschätzt die Verdammten nicht. Jeder hat seine Stärken. Und Ahriman lenkt sie alle. Warum würde ein Prinz, der alles hat, seine Seele an einen Gott verkaufen? Was glaubt ihr, Prinzessin? Ich habe meine Seele nicht verkauft. Ich diene freiwillig. Glaubt ihr denn wirklich, dass es noch mehr gibt? Dass Ormast für euch da ist? Ihr habt Arimans Macht gesehen. Wir brauchen Ormast. Also, dient ihr Ormast oder fürchtet ihr bloß Ahriman? Stellt ihr Fragen, um die Wahrheit zu erfahren? Oder um euch dahinter zu verstecken, weil ihr Angst habt? Gibt's hier was zu essen? Ich hab Hunger. So, ich glaube, wir halten jetzt hier alle Dialoge mit ihr gesprochen, die wir hier sprechen können. Das war jetzt mal wieder eine Folge, die eine hübsche Überlänge hat, aber ich hoffe, ihr schaut es trotzdem an und euch gefällt es trotzdem. Gut, also die Einsammlung der Lichtkeime hier, die machen wir dann ab der nächsten Folge. Es gibt ja hier mal wieder eine ganze Menge. Also, bis dahin, ciao!